Damit eröffne ich gleichzeitig die Fragerunde und bitte Sie um Ihre Fragen an die beiden. Heiko Buschmann. Wer anders? Ja, Stevens, erstmal Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Und dann erstmal die übliche Frage nach dem Personal. Insbesondere sieht es aus mit Ibi Afellay, Marco Höger und so weiter. Welche von den Spielern, die zuletzt gefehlt haben, kommen zurück und welche fallen eventuell aus? Na gut, wir wissen noch nicht, wie es mit Papa ist. Er hat sich heute verletzt im Training. Und das müssen wir noch abwarten bis morgen. Ibi, der macht Forderungen. Ja, das tut Marco Höger auch und auch Christoph Moritz. Die mache Forderungen, ob das dann reicht bis Samstag, das müssen wir abwarten. Aber es geht die wesentlich besser als für eine Woche. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ob sie bereit sind, um uns zu helfen. Ja, und helfen kannst du auch zeitweise. Ja, du brauchst nicht ein ganzes Spiel zu sein. Das kann auch eine halbe Stunde sein, aber das muss ich jetzt abwarten, wie es bis morgen ist. Heiko Buschmann nochmal. Nachfrage zu Papa. Was hat er? Hat das Training ja abgebrochen? Kann man schon die Arterverletzung? Ja gut, er hat aber Beschwerden an sein Knie. Und ich weiß es nicht. Ich muss ja, nochmals. Ist jetzt zum Arzt. Und das weiter zu untersuchen und dann höre ich heute Mittag und sehe ich morgen, ob er in das Training mitmachen kann. Guck, wenn er morgen ganz normal mittrainiert, dann denke ich auch, dass er im Kader ist. Aber wenn er heute abbricht und morgen nicht mittrainieren kann, dann wird es ganz schwierig. Jens Greinke. Herr Stevens, auch von mir. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich muss Ihnen trotzdem eine Frage stellen, die Ihnen vielleicht nicht gefallen wird. Och, mir gefallen so viele Fragen nicht. Ich weiß. Ich versuche immer zu antworten. Halten Sie es für angemessen, dass von einer Krise auf Schalke die Rede ist? Ja, nochmals. Wir haben die letzten 3 Auswärtsspiele nicht gewonnen. Da sind wir nicht froh mit. Das ist doch ganz klar. Ob du dann über eine Krise sprechen musst, das weiß ich nicht. Aber wir machen uns Gedanken. Das ist, es wäre nicht gut, wenn man das nicht tun würde. Ja, wir kriegen zu viele Gegentoren. Ja, und wir machen zu wenig Toren. So einfach ist es doch. Und da machst du dich Gedanken. Und da haben wir auch mit Jungs über gesprochen und versuchen das auch wieder hinzukriegen. Aber glücklicherweise haben wir Samstag kein Auswärtsspiel. Erst nochmal sein Heimspiel. Aber ich finde, wir machen uns Gedanken, natürlich. Das ist doch klar. Da muss auch nicht vorweglaufen. Ja, wenn sie siehst, dass wir die letzten Spiele nicht gepunktet haben oder wenig gepunktet haben, ja, dann ist das nicht gut. Ralf Makrutzki. Stevens, natürlich auch herzliche Glückwünsche, klar. Ja, das braucht nicht jeder zu sagen. Ja. Wenn Sie jetzt, jetzt geht es noch, jetzt steht ja, die 5 noch, aber okay. Ja. Boah. Wenn Sie jetzt die vergangenen 5 Spiele, und die werden ja gerne jetzt so als Gradmesser genommen, 5 Spiele, 4 Punkte, das ist ja eine sehr bescheidene Ausbeute. Wenn Sie die jetzt für sich so ein bisschen Revue passieren lassen, was hätten Sie denn selbst als Trainerteam, was hätten Sie besser machen können, was die Mannschaft vielleicht nicht so gut macht, das haben wir ja alle gesehen, aber wie denken Sie denn über Ihre eigenen Handlungen nach? Würden Sie alles nochmal genauso machen? Puh, das ist immer so einfach, um zu stellen, was du im Voraus tust und im Nachhinein tust. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das glaube ich, das sind die Spieler, das sind wir, das seid ihr, das sind wir dann allen. Nachhinein ist immer das Einfachste. Aber vorher Entscheidungen zu treffen, ich denke, dass ich die gleiche genommen hätte. Aber wenn ich jetzt hinterher sage, hatte ich vielleicht andere genommen. Aber du bist immer schlauer nachhinein. Ich denke, dass wir als Menschen da auch nicht vorweglaufen müssen. Du musst nur davon lernen. Ja, das ist doch klar. Kerstin Hermes.
Da möchte ich gerne gleich dran anschließen, was diesen Lerneffekt betrifft. Sie haben ja gesagt, Sie machen sich Gedanken, haben auch mit der Mannschaft schon gesprochen und sagen, wir müssen vielleicht was sogar verändern, weiß ich nicht. Wollen Sie was? Habe ich das gesagt? Und ich frage, also sagen Sie... Ich habe gesagt, dass wir lernen Sie müssen lernen, von, ja, ist von Sachen. Und bestimmte Sachen müssen wir besser machen. Ja, wir müssen beispielsweise, habe ich doch auch gesagt, weniger Gegentore bekommen. Beispielsweise mehr Tore schießen. Das habe ich doch gerade auch gesagt. Ja, ja. Wollen Sie denn dann jetzt in der Herangehensweise vielleicht, im Training oder solche Dinge? Das habe ich heute noch getan. Aber du kannst in englischer Woche kannst du nicht so viel trainieren. Darum habe ich auch bewusst gestern gesagt, die Jungs, nimm euch einen freien Tag insofern. Ja? Ihr braucht nicht auf der Platz, ihr braucht nicht auf das Fahrrad. Ja? Nimm eure Pflege, um die Köpfe wieder ein wenig frei zu kriegen. Weil in englischer Woche kannst du nicht viel und hart trainieren. Das ist nicht einfach. Und du musst auch wieder aufpassen, dass sie zu viel zu reden ist. Weil die Jungs, die wissen auch, ja, dass sie nicht gut gespielt haben. Und wenn dann der Trainer noch da drauf kommt, ja, und der, dann musst du vorsichtig sein. Ich habe immer gesagt, ich glaube, das habe ich auch für 10 Jahre gesagt, im Moment, wenn es gut läuft, dann kannst du kritischer sein als Trainer. Wenn es nicht so gut läuft, dann musst du Vertrauen geben. Ralf Makrotzki, Sie fahren. Sie hatten ja mit der Mannschaft einen ganz, ganz tollen Start. Wie ist es denn zu erklären? Wie passiert denn sowas? Mit welcher Dynamik passiert das, dass eine Mannschaft so, sagen wir mal, in so einer Art Abwärtsstrudel gerät, dass plötzlich alles weg ist oder vieles von dem weg zu sein scheint, was vorher gut war, was die Mannschaft vorher stark gemacht hat? Das ist ja nicht jetzt das Ergebnis eines Spiels, sondern das zieht sich ja so ein bisschen durch. Was passiert denn da und wieso kann man nichts dagegen tun? Natürlich kann man da etwas gegen tun. Das versucht man doch. Ich glaube, dass die Jungs das auch versuchen. Aber das sind immer Momente, die bestimmen, ja, wie so ein Spiel läuft. Und ja, es hat uns jetzt wieder getroffen, dass wir nicht das Spiel gefunden haben. Aber das hat auch mit einem Gegner zu tun. Es ist nicht so einfach, um zu sagen, ja, dann dreht man den Knopf um und dann läuft das wieder. Wir haben immer gesagt, du machst Schritte vorwärts, aber es kann auch mal sein, dass du einen Schritt rückwärts machst, um dann in der Zukunft wieder Schritte vorwärts zu machen. Weil ich denke, dass sie da auch wieder von lernen, von dieser Phase, die sie dann durchstehen müssen. Und das tut es nur, wenn man Gemeinsamkeit zeigt. Weil sonst ist es ganz schwierig. Peter Wenzel. Frage an den Manager, Herr Held. Sie haben nach Leverkusen deutliche Worte gefunden, nach Frankfurt haben Sie auch deutliche Worte gefunden, wo Sie die Mannschaft dann verteidigt haben. Gegen Leverkusen hatten Sie sehr kritisch gesehen. Nach dem HSV-Spiel haben Sie zunächst mal gesagt, ich bitte um Verständnis, nichts zu sagen. Jetzt haben Sie zweimal darüber geschlafen und jetzt würde uns interessieren, wie Sie die Entwicklung jetzt nach zweimal Schlafen sehen. Mir ist nichts mehr eingefallen, deswegen habe ich nichts gesagt. Nein, Quatsch. Also das, wie der Trainer es schon gesagt hat, wir haben selbstverständlich, es gibt Leute, die das, ich mag das Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, das bezeichnen, in welcher Phase wir uns jetzt gerade bewegen. Fakt ist auf jeden Fall, an dem Fakt kommen wir nicht vorbei, dass wir aus den Spielen zu wenig Punkte geholt haben und uns eine gute Ausgangsposition, die wir uns verschaffen haben, jetzt erstmal verspielt haben. Das ist bedauerlich, das ist sicherlich auch, haben wir Spiele da gehabt, das war unnötig. Am Ende vom Tag haben wir unsere Leistung nicht gebracht. Die Mannschaft hat allerdings auch im Vorfeld gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Und da muss sie wieder hinkommen. Da müssen wir gemeinsam wieder hinkommen. Da stehen wir alle in der Verantwortung. Natürlich die Leute auf dem Platz, das Trainerteam, ich als Manager, wir müssen gemeinsam jetzt wieder einen Weg finden, wie wir wieder zu Erfolgen kommen. Und das werden wir auch versuchen umzusetzen. Das ist das Schöne daran, dass wir das auch entscheiden können. Kein anderer kann uns dabei helfen. Ja, die Fans können uns unterstützen, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass sie das auch machen werden. Allerdings sind wir auf dem Platz entscheidend, wie das Ergebnis zustande kommt. Und das muss uns bewusst sein. Uns muss auch bewusst sein,
was wir getan haben, damit wir, als wir erfolgreicher gewesen sind. Da müssen wir natürlich wieder hinkommen. Dazu ist, wie gesagt, aber auch die Mannschaft in der Lage. Und ich bin genauso wie der Trainer davon überzeugt, dass die Spieler und die Mannschaft das hinbekommen werden. Keiner ist glücklich mit der Situation. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir diese Ausgangsposition, diese gute, die haben wir uns verspielt. Mehr ist allerdings auch noch nicht passiert. Wir sind nicht in irgendwelchen Nöten. Wir müssen sehen, dass wir diese Situation in den Griff bekommen und wieder gute Ergebnisse erzielen können. Das können wir. Wir haben noch 3 Spiele in der Liga, glaube ich, in der Champions League und im Pokal. Also es sind noch 5 Spiele in der Hinserie zu tätigen. Und jetzt müssen wir nochmal alle Kräfte und Konzentration bündeln, um das wieder hinzubekommen. Da glaube ich daran, dass die Mannschaft das hinbekommen wird. Das ist ein hartes Stück Arbeit und das werden wir allerdings auch schaffen. Oh, jetzt 3 gleichzeitig. Peter Müller, Uwe Dietz, Peter Wenzel. Fotofinish. Held, ich würde gerne nochmal nachfragen. Der Trainer hat vorhin gesagt, bin froh, dass wir jetzt ein Heimspiel haben. Sie haben gerade die Unterstützung der Fans angesprochen. Spielt das wirklich die größte Rolle? Oder anders gefragt, wie passt das zusammen, dass die gleiche Mannschaft sehr, sehr nervenstark und cool auswärts aufgetreten ist, in Dortmund, in Arsenal, zu Beginn der Saison überhaupt? Ja, wir haben, wie gesagt, zurzeit bewegen wir uns in einer Phase, da läuft vieles nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich könnte jetzt vieles erzählen, woran es eventuell liegen mag und, aber das mag dann vielleicht nach Ausreden und Ausflüchten den Eindruck machen, und darum sitzen wir jetzt nicht hier, um irgendwelche Sachen zu erklären, um Ausreden zu empfinden. Fakt ist, wir sind dafür verantwortlich, wir gestalten die Ergebnisse, die Mannschaft gestaltet die Ergebnisse im positiven wie im negativen Fall. Sie sind aber auch, oder wir sind auch in der Lage, das zu ändern, und das müssen wir jetzt auch hinbekommen. Und dazu hat die Mannschaft die Qualität, dazu hat jeder einzelne Spieler die Qualität, und das müssen wir jetzt einfach wieder den Bock wieder umstoßen, und jeder muss sich bewusst sein, was er dafür getan hat, als wir gute Auftritte auswärts gehabt haben, aber auch gute Auftritte zu Hause gehabt haben. Und jetzt zu analysieren, öffentlich zu analysieren, daran hat es gelegen und der fehlt uns und das ist nicht so, das sieht so sehr nach Ausreden aus, und wir können uns nur selbst helfen. Deswegen müssen wir sehen, dass wir das halt auch intern miteinander besprechen. Und diese Ausgangsposition, die ist jetzt verspielt. Ja, das ist ein Fakt, und der lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns wieder eine bessere Ausgangsposition schaffen in der Liga. Uwe Dietz ist der Nächste. Na gut, wir müssen natürlich immer wieder versuchen, doch zu analysieren und irgendwas herauszufinden, woran es liegen kann, Herr Stevens. Wir haben schon beobachtet die letzten Wochen, und haben den Eindruck, dass da eben vielleicht die Begeisterung, die Leidenschaft, gerade bei den Auswärtsspielen so ein bisschen gefehlt hat. Der letzte Wille, der letzte Einsatz. Stimmt dieser Eindruck? Das wird ja auch immer wieder kolportiert. Da gibt es auch intern jetzt in der Mannschaft vielleicht ein paar Probleme untereinander. Was können Sie dazu sagen? Also untereinander? Liest man ja so, dass die Spieler unzufrieden sind. Ich kann ja nur sagen, was da teilweise zitiert wird. Ich will das aber nicht zitieren. Wer dann? Man hört es halt. Komm. Ich kann Ihnen da konkret nichts zu sagen. Ich habe das von keinem Spieler gehört. Du sprichst etwas an. Dann will ich das auch gerne hören. Ja, es wird zum Beispiel ich sage, dass die Mannschaft funktioniert. Ja, dann will ich auch gerne hören, was das ist. Ja, Sie wissen ja, wie das in dem Geschäft läuft. Vieles hört man dann ja. Aber ich höre auch ab und zu mal etwas. Es gibt Verwerfungen. Ich lese auch ab und zu mal etwas. Ja, eben, dann wissen Sie ja, wovon ich rede. Nein, du sprichst es an. Vielleicht sprichst du etwas anderes an, was ich gesehen oder gehört habe. Ich glaube, wir haben das Gleiche gelesen. Weiß ich nicht. Ich lese nicht alles, glücklicherweise. Ja, aber ich höre auch viel. Ja, aber trotzdem auch, ich habe das ja auch schon am Dienstag haben wir kurz drüber gesprochen, die erste Halbzeit zum Beispiel, da hat man so das Gefühl, da fehlt immer so ein bisschen der letzte Wille, die letzte Leidenschaft, die sagen, es sind viele Spiele. Das hat nichts mit Wille zu tun. Man, glaub mir eins, ein Spieler, der geht auf der Platz, um eine Leistung zu bringen. Aber du hast auch mit einem Gegner zu tun. Ja, und wenn es dann nicht so läuft, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass bei jungen Menschen ja, ab und zu mal etwas ja, nicht so funktioniert, wie es sein muss. Und sie sagen dann Leidenschaft und wie dann auch. Ich weiß nicht, ob es Leidenschaft ist.
glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie das schon versuchen. Weil wir haben mehrere Momente gehabt, wo es nicht so gelaufen ist. Und dann haben wir doch wieder es zurückgefunden ins Spiel. Und wir haben es am Dienstag vermissen lassen. Das ist schade. Aber das Samstag wieder eine Chance. Nee, Peter Wenzel ist der Nächste und dann Ralf Makrotzki. Ich würde es ja mal ein bisschen provokant sagen. Man könnte ja jetzt sagen, in der letzten Saison hätte Klaas-Jan Huntelaar die große Chance beim HSV zum 1-0 genutzt. Er nutzt sie nicht und dann kann man ja irgendwann mal sagen, vielleicht kann es mal ein anderer versuchen. Das wäre ein Punkt, warum die Ergebnisse zuletzt nicht gestimmt haben, wenn man jetzt nur auf das Spiel beim HSV guckt. Eine andere Diskussion, die wir zumindest auf der Tribüne geführt haben, wir hatten den Eindruck, das 1-0 für den HSV war ein Tor, was man hätte als Torwart vermeiden können oder so, könnte man auch sagen, da kann man reagieren. Sind das Überlegungen bei euch, beispielsweise jetzt diese Situation dadurch zu ändern und dadurch in den Griff zu kriegen, dass man auf einer Position was ändert? Wenn ich wusste, dass ich auf eine Position alles wieder in Ordnung hatte, dann würden wir uns das doch durchführen, denke ich. Aber es geht mir so weit um nur eine Person. Ja? Ich glaube, dass wir mit 11 Spielern auf der Platz waren. Und alle 11 haben nicht die Leistung gebracht. Weil das sagen die Jungs selbst auch. Und der eine lässt der andere im Stich. Ja, okay, das haben sie besprochen, ja, und jetzt versuchen wir Samstag wieder, das so hinzukriegen, dass wir mit Vertrauen und mit der Unterstützung von unseren Fans, ja, doch eine gute Leistung bringen können. Das ist nicht so einfach, um über eine zu sprechen. Du musst über die ganze Mannschaft sprechen. Weil ich weiß, dass es für euch, ja, das so ist, ja, oder ein Glas, der was dann nicht trifft, oder ein Torwart, der was nicht hält, oder was dann auch. Das ist nicht so einfach. Viel zu einfach. Und da tue ich nicht mit. Wenn ich vielleicht noch kurz. Das ist ja klar. Wir akzeptieren da auch jede Analyse von außen. Und wenn man die Punkte nicht einfährt, dann muss man halt auch mit dem Gegenwind rechnen, der da ist und der ist auch berechtigt, weil wir unsere Leistung nicht gebracht haben. Das ist alles ganz normal. Nur was wir definitiv in so Situationen nicht machen, einzelne Leute an den Pranger stellen, einzelne Leute für Ergebnisse verantwortlich machen. Wir sind eine Einheit. Es ist Mannschaftssport und kein Einzelsport. Und alle beglücken sich an positiven Ergebnissen. Alle haben auch ihre Vorteile an positiven Ergebnissen. Genauso steht man aber auch zusammen, wenn man Ergebnisse nicht erzielt. Und deswegen werden wir sicherlich versuchen, das wieder zu verändern. In welcher Form, das werden wir sehen. Aber wir werden sicherlich nie einzelnen Leute sagen, dafür ist das schlechte Ergebnis zustande gekommen, weil der und der einen Fehler gemacht hat. Da gebe ich dem Trainer vollkommen recht. Alle haben ihre Leistung zu bringen und alle haben zu sehen, dass sie im Sinne der Mannschaft agieren. Und Fehler passieren anderen Mannschaften auch, ist auch uns passiert und da gab es sicherlich auch Fehler in den vergangenen Spielern. Aber wir machen keine einzelnen Spieler dafür verantwortlich. Ich glaube dann, wenn wir das machen und wenn wir das auch noch öffentlich machen, dann können wir anfangen einzupacken. Jetzt Ralf Makrotzki. Ich kann diese Sichtweise völlig nachvollziehen aus Ihrer Sicht. Andererseits haben Sie, Herr Stevens, aber gerade gesagt, wir kriegen hinten zu wenig Tore und vorne schießen wir halt zu wenig. Dass man da vielleicht mal nachfragt, wie ist die Form des Mittelstürmers und wie sieht die Situation um den Torhüter aus, finde ich, ist auch legitim, weil die haben natürlich auch was mit Gegentoren und Toren auch zu tun. Das habe ich doch nicht gesagt. Das haben wir doch nicht gesagt. Wir analysieren, natürlich analysieren wir, aber es ist nicht so einfach, um es an eine aufzuhängen. Es ist die ganze Mannschaft. Ich würde auch eine ganz andere, also ich würde die Frage lieber andersrum stellen. Drängt dann sich im Training insoweit von den Ersatzspielern, die jetzt nicht zu der ersten Elf gehören, gar nicht so jemand richtig auf, dass sie sozusagen auch in Zugzwang sind, den mal einzusetzen auf der einen oder anderen Position? Haben wir doch getan. Wir haben doch einen Obasi gebracht, wir haben doch einen Puki gebracht. Und auch die haben mein Vertrauen. Und ich kann nicht jetzt zurückgreifen auf einen Affelei, auf einen Moritz, auf einen Höger. Das kann ich nicht. Leider.
Aber trotzdem versuchen wir doch mit die Mannschaft es hinzukriegen. Das musst du doch auch. Weil es ist nicht so einfach, um nur über Einzelne zu sprechen. Es geht um die ganze Mannschaft. Und die Jungs kriegen von mir nach außen immer die Unterstützung. Und wenn andere das auf eine andere Art und Weise tun, das ist an ihnen. Aber ich bin zufälligerweise Trainer. Und wir werden auch intern, werden wir dann doch bestimmte Sachen ansprechen, das ist doch auch klar. Das muss doch nicht vorweglaufen. Ja, weil wir sind auch nicht zufrieden, die Jungs sind auch nicht zufrieden. Habe ich es damit beantwortet? Ich weiß, jetzt muss ich wieder eine Frage stellen, Hüb, die überhaupt nicht in den Kram passt, aber man muss es halt nochmal machen, weil es wird auch bei den Fans diskutiert, natürlich die Situation einfach um den Torhüter, ist jetzt hier in einigen Fragen auch schon angesprochen worden. Man kann über dieses Tor da denken, wie man will, über das erste Tor am Dienstag. Tatsache ist wahrscheinlich, ein richtig guter Torwart, so will ich es mal sagen, hält den vielleicht oder hat eben auch mal eine Situation, wo er einen unhaltbaren, wenn er denn unhaltbar war, wo er den auch mal hält. Wie schätzen Sie denn, oder wie schätzt du denn die Situation jetzt ein um den Torhüter? Ist das wirklich so, er selber, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, sagt, das war kein Fehler für ihn, der Ball flatterte halt in die falsche Richtung, wenn er anders flattert, kriegt er ihn. Und er sieht auch, dass er eigentlich auch schon mal so unhaltbare hält. Viele andere sehen das bisher jedenfalls im Verlauf der Saison nicht so. Uwe, weißt du, ich gucke die ganze Situation an. Ich gucke nicht nur den Schuss an, wie frei das er schießen konnte. Ich gucke auch die Situation vorher an. Wir hatten dreimal Ballbesitz. Dreimal. Und wir verlieren in, ich denke, 20, noch nicht, in 10 Sekunden verlieren wir dreimal den Ball. Ja? Dann hilfst du die Defensive nicht. Ja? Und dass dann daraus ein freier Schuss entsteht, ja, das möchte ich auch mal, dass einige von uns so frei zum Schießen kommen. Und dann kann vielleicht auch der Ball mal was flattern oder was dann auch. Das ist ja der Unterschied in der Analyse. Natürlich kann man diskutieren, kann er ihn halten, kann er nicht halten und da gibt es geteilte Meinungen. Das ist auch vollkommen legitim und in Ordnung. Nur wir müssen ja analysieren, dass in der Tat 10 Sekunden dreimal Ballverlust. Beim zweiten Tor gab es auch Fehler, die von anderen gemacht wurden und vielleicht hätte man auch den Ausgleich gemacht, wir hätten unentschieden gespielt, aber wir haben dann auch das zweite Tor bekommen. Also das ist vollkommen berechtigt, dass da so eine Analyse stattfindet und auch eine Diskussion stattfindet. Nur bei uns ist es unsere Aufgabe und Verantwortung auch, im Vorfeld das zu analysieren und zu sagen, das ist nicht, da steht nicht einer alleine, der schuld ist. Ja, und sondern wenn man 10 Sekunden dreimal den Ball verliert, dann haben aber noch ein paar andere einen Fehler gemacht halt, ja. Hinten Jesko von Eichmann und dann Heiko Buschmann. Herr Stevens, nochmal ganz kurz zu der Torwartdiskussion. Sie haben immer gesagt, ich entscheide von Spiel zu Spiel. Gilt diese Aussage noch? Ja, ich soll doch Samstag eine Entscheidung treffen müssen, oder? Dus ich muss mich jedes Mal wieder entscheiden. Und das werde ich Samstag auch tun. Und da flüchte ich nicht für. Und das ist meine Verantwortung, um eine Entscheidung zu treffen. Heiko Buschmann, dann Peter Wenzel. Samstag ist ja wieder ein Heimspiel und im letzten Heimspiel in der Arena war sowieso eine eigentümliche Stimmung, gerade gegenüber Lars Unnerstall. Der ist jetzt bei dem Großteil des Publikums nicht besonders gelitten. Glauben Sie, dass er wieder mental stark genug ist, nach dem, den Vorwürfen nach dem 0-1 in Hamburg dieser Situation gewachsen zu sein? Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht mit ihm über gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Großteil ist. Dass es ein Kleinteil ist. Ja, aber nochmals, wenn da Leute schreien, ja, ich glaube, das Großteil von unseren Fans, die anerkennen die Leistung von der Mannschaft.
Und die sind Schalker. Und die sind nicht gegen Schalke, glaube ich. Dass das ein Großteil ist. Und dass dann einige Leute mal pfeifen oder rufen oder was dann auch. Das ist doch auch ihres Recht, wenn sie hier auf der Tribüne sitzen. Aber ob sie da die Mannschaft mithelfen? Ich habe das früher auch mal, glaube ich, gesagt. Hatten wir hier, glaube ich, einen linken Verteidiger oder wir haben auch so eine lange, große Schlüngel gehabt, ja, der was hier immer rumgelaufen ist, wie sie dem ausgepfiffen haben, die ersten Spiele. Und nachher war er der Liebling, Nico van Kerkhoven, wie sie da nicht mit umgegangen sind. Ja? Aber nachher haben die Jungs ja, Spaß gehabt, hier um zu spielen. Und ich sage, Lars Unnerstau entwickelt sich. Peter Wenzel. Herr Held, es sind ja drei wichtige Personalien offen. Das können Sie sich ja als Manager nicht immer so aussuchen. Sie hatten irgendwann mal verbrochen gesagt, wir sind mit Luis Holtby in Endgesprächen. Die ziehen sich jetzt dafür, dass es Endgespräche sind, schon relativ lange hin. Das war ja schon vom Hinspiel gegen Arsenal London, als wir mit Ihnen darüber gesprochen haben. Bei Klaas Jan ist ja die Vereinbarung getroffen worden. Ich will es jetzt einigermaßen richtig zitieren, dass man in der Winterpause, also Dezember, Januar, wahrscheinlich eher Januar nochmal spricht. Die Personalie des Trainers ist auch offen. Kann das jetzt in der Situation Belastung werden oder ist das vielleicht auch ein Grund, dass man überhaupt in diese Situation gekommen ist? Weil Sie ja selber gesagt haben, die Spieler haben sich schon in eine gewisse Drucksituation gesetzt und augenscheinlich, wir sehen ja auch einen anderen Klaas-Jan Huntelaar, als wir im Vorjahr gesehen haben. Hat das was damit zu tun oder ist das völlig unabhängig davon? Also grundsätzlich, glaube ich, sind da natürlich auch die Spieler gefragt. Die Frage, sollten sie die Spieler stellen? Wenn ich mit ihnen rede, dann wissen sie natürlich schon, dass sie sich halt in eine gewisse Drucksituation gebracht haben, halt. Aber sie haben sich halt auch dazu entschieden, eine gewisse Zeit einfach zu brauchen, was legitim ist, was ich auch immer betone. Aber natürlich keine sicherlich so einfache Situation, als wenn eine Situation geklärt ist. Es geht aber nicht darum, was ich mir wünsche, und was, wie ich es machen würde, sicherlich würde ich, gibt es einen Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung dann halt auch treffe und das Ganze natürlich auch beobachte, genauso wie wir es damals bei zum Beispiel Jefferson Fofana auch gemacht haben. Aber meine Aufgabe ist immer, das Bestmögliche für den Verein zu tun und wir wollen nach wie vor mit den Spielern verlängern und wenn sie dafür eine gewisse Zeit brauchen, dann geben wir ihnen die Zeit. Natürlich ist so eine Zeit eben auch immer begrenzt und in der Phase, in der man sich noch keine Entscheidung getroffen hat, dann kann das eventuell natürlich auch zu einer gewissen Mehrbelastung und Mehrdrucksituation führen, als wie es klar ist, wenn es geklärt ist. Aber diese Verantwortung haben natürlich auch insbesondere dann auch die Spieler, das ist klar. Ich glaube grundsätzlich aber, dass das nicht das Hauptproblem ist. Das ist sicherlich nicht das größte Problem an der ganzen Sache. Davon bin ich überzeugt, sonst würde ich das auch auch dementsprechend eingreifen. Das gehört einfach auch in einem Erwachsenwerden und einer Verantwortung hinzu, wenn man sich in so einer Situation bewegt. Das ist klar. Aber dass das jetzt der Schlüssel ist, warum wir jetzt in eine Negativspirale gekommen sind, also das wäre dann auch wiederum zu einfach und das würde jetzt im Prinzip nur zwei Spieler betreffen, weil alle anderen haben, also zum Großteil haben alle anderen Verträge und so eine Drucksituation am Ende vom Tag muss man halt auch einfach dann aushalten, wenn man so eine Form von Zeit halt auch einfach wählt. Ja, das kann ja nicht alles haben. Ja, und das ist also sicherlich nicht der Hauptgrund. Und was Sie mir auch sicherlich glauben müssen, ist, weil ich das selbst immer ein Teil davon gewesen bin, es ist kein großer Diskussionsbedarf innerhalb eines Teams, ob jetzt einer einen Vertrag verlängert hat oder nicht. Da wird sicherlich mal drüber gesprochen, aber es ist nicht dann zu sagen, also Luis Holtby hat seinen Vertrag noch nicht verlängert oder Klaas-Jan Huntelaar hat seinen Vertrag noch nicht verlängert und deswegen spielen die anderen schlecht oder sind schlecht drauf oder irgendwie sowas. Also das hat damit sicherlich nichts zu tun. Hinten auf dem Podium Erik Molin.
Herr Stevens, ich glaube, viele Fragen kommen ja nicht mehr. Wir haben mit Ihrem Geburtstag angefangen, Kerzen ausgeblasen. Ist es damit für Sie auch heute getan, angesichts der Situation, oder haben Sie noch Lust, Geburtstag zu feiern? Und wenn ja, was wünschen Sie sich denn von Ihrer Mannschaft? Ich war heute Morgen um 7 Uhr hier und ich werde noch einige Stunden verbringen auf der Verein. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann denke ich noch nicht, dass da Arbeit getan ist. Weil dann kriegst du noch hier ein Telefonat oder da ein Telefonat von der Arzt oder weil da sind doch einige, die noch Termine haben bei den Ärzten und dann ist es für mich noch nicht getan. Aber ich hoffe, heute Abend hoffe ich gemütlich mit den Familien doch ein Glas Wein zu trinken, ja. Das hoffe ich. Ralf Machutzki, ganz vorne. Ja, auch noch eine Frage zum Geburtstag. Was macht denn so eine Mannschaft, wenn der Trainer Geburtstag hat? Stehen die in der Kabine und singen die ein Lied oder machen die irgendwas? Nein. Theaterstück. Nein, die gratulieren dir. Ja, und so wie ich das auch tue mit den Spielern, ja, dann gratulierst du ihm und so tun die Jungs das auch. Das ist ganz normal. Nichts etwas Besonderes. Lass es bitte sein. Nee. Glücklich nicht. Heiko Buschmann? Nochmal eine andere Frage, abseits vom Geburtstag oder vom Torwart oder so. Der Rasen war in letzter Zeit wieder ein Thema hier in der Arena und wird auch bearbeitet. Draußen habe ich gesehen, Frage an Horst Held oder möglicherweise an Thomas, das Problem des ständigen Ausrutschens. Wie geht der Greenkeeper das an? Kriegt er das in den Griff? Welche Maßnahmen werden getroffen? Also im Griff müssen das die Spieler bekommen, weil die ja dann ausrutschen, ja. Und nicht der Greenkeeper. Ja. Oder wir könnten ja mal mit dem mal spielen, mal gucken, ob der dann auch ausrutscht. Also das ist natürlich eine Beschaffenheit, ist nicht einfach zurzeit. In Hamburg war es ein toller, schöner neuer Rasen, der zwar noch nicht angewachsen ist, aber angewachsen war, aber der war sicherlich sehr, sehr gut zu bespielen. Wir haben unsere Probleme, wir haben aber auch das Problem, das habe ich ja schon am Spiel gesagt, dass wir nur bedingt die Möglichkeit haben, den eventuell auszutauschen. Deswegen müssen wir sehen, dass wir den halt so schnell wie möglich auf Vordermann bringen. Die Jahreszeit ist halt einfach eine schwierige Zeit und natürlich müssen die Spieler sich halt auch diese Verantwortung übernehmen und sich dementsprechend ein Schuhwerk an den Tag legen, das es verhindert, dass sie ausrutschen halt. Ja, das ist sicherlich je nach Fabrikat nicht immer ganz einfach, aber sie müssen halt in der Vorbereitung zum Spiel halt sich natürlich Gedanken machen, wie sie am besten mit so einem sicherlich nicht zu einfach zu spielenden Rasen zurechtkommen. Und wenn wir die Gelegenheit haben und es nicht besser wird, dann werden wir den auch austauschen. Das muss man halt einfach abwarten. Jesko von Eichmann. Ja, beim Rasen komme ich auch nochmal um die Ecke. Ich habe gesehen, Sie bestrahlen ihn wieder mit Goldlicht. Ich glaube, Sie haben das einmal gemacht, bevor die ganze Wanne ausgetauscht wurde, machen das jetzt wieder. Wäre das nochmal eine Option, so ein ganzes Gitter sich da hinzustellen oder bleibt es bei der kleinen Anlage? Oder testen Sie die immer mal, wenn Sie die brauchen? Wir sind zwar ein großer Verein, haben aber eine kleine Anlage. Das müssen wir gucken, das sind erhebliche Investitionen, die da getätigt werden müssen. Das ist dann einfach nachher auch ein Rechenbeispiel. So eine Anlage, die geht fast an einen siebenstelligen Bereich in einer so großen Form. Da hinzu kommt natürlich die Stromkosten, die dann anfallen, die auch erheblich sind. Ich weiß, was ein Rasenaustausch kostet, also dafür könnte ich ein paar Mal in der Saison einen Rasen austauschen eventuell halt. Also wir sind natürlich in der Überlegungsphase, was insgesamt sinnvoll ist, weil das Rasenproblem ja auch nicht neu ist, sondern immer mal wieder vorgekommen ist. Wir haben die Wanne ausgetauscht im letzten Jahr, das war auch eine Investition von knapp 500.000 Euro. Wir machen uns da schon Gedanken ähnlich, wie wir wieder besser und erfolgreicher Fußball spielen und versuchen, eine gute Lösung hinzubekommen. Aber jetzt, wie gesagt, ist es halt auch einfach eine schwierige Phase. Wir hatten letzte Woche 2 Spiele in einer Woche. Wie gesagt, wenn es dann auch noch feucht und kalt ist, dann ist es sehr, sehr schwierig für den Rasen, sich auch zu regenerieren. Und das werden wir abwarten. Und wenn es dann die Lösung ist, dass wir wieder eine ganz große Belichtungsanlage uns anschaffen, dann werden wir das auch machen, wenn das die beste Lösung ist. Das weiß ich allerdings und glaube nicht daran. Weiß ich aber auch nicht so genau. Bin kein Rasenexperte.